einfach es sein kann zu teilen. Vielleicht gibt es aber auch ein paar Sachen, die man eigentlich nicht so gerne teilt, beziehungsweise wo es einfach unpraktisch ist. Ich denke mal so an Sitzplätze in der Bahn. Das wird schon etwas schwieriger zu teilen, deswegen dachte sich die Bahn überhaupt kein Problem. Wir machen das einfach so, man kann jetzt Sitzplätze reservieren, kostet 4,50 Euro. Dann denkt man sich, soll ich das wirklich reservieren oder jetzt nicht? Und dann ist natürlich die Frage, gut, manchmal gibt es Anzeigen, gegebenenfalls reserviert. Manchmal gibt es Anzeigen, das hier ist reserviert, manchmal eben auch nicht. Und wie das funktionieren kann, dass man das vielleicht ein bisschen vereinfacht, dass man nicht erst in den Zug steigen muss, sich dann dort hinsetzen muss und dann eben sieht, ist reserviert oder ist eben nicht reserviert, damit hat sich die nächste Gruppe beschäftigt. Diese Gruppe heißt nämlich GGF, das Sitzplatz-Bingo. Und alle, die viel mit der Bahn fahren, können sich vielleicht denken, was GGF bedeutet. Für alle anderen gibt's die Erklärung jetzt direkt von der Gruppe höchstpersönlich selbst. Hier kommt jetzt GGF, das Sitzplatz-Bingo mit Pascal, Rick, Sebastian, Torben und Sebastian. Der Akku wurde gerade in dem Moment leer. Jetzt hat der Sekundenbruchteil hat leider nicht mehr gereicht. Okay, kein Problem. Auch das ist so eine Sache. Klar, hier sind Jugendliche, die haben unterschiedliche Erfahrungen mit Technik. Und dann gibt es eben aber auch Mentoren und MentorInnen. Und total oft sagen wir auch, ja, das ist eine total gute Idee, aber ich habe auch keine Ahnung, wie man das jetzt lösen könnte. Oder ich habe auch keine Ahnung, wie man jetzt mit dem und dem Fehler umgeht. Und dann muss man es eben raussuchen und muss schauen, wie kann ich das Problem selbst lösen? Manchmal reicht einfach ein Stecker anstecken. Richtigen Stecker, ah, okay. Herzlich willkommen zu unserem Projekt, das wir über das Wochenende gemacht haben. Das ist die GGF, gegebenenfalls das Sitzplan-Bingo. Genau, einige von Ihnen kennen das vielleicht, wenn Sie Bahn fahren, dass sie keine Reservierung haben, sich hinsetzen möchten und dann leider der Zug die Reservierungsdaten, warum auch immer, noch nicht geladen hat. Und über dem Sitz, wo normalerweise die Reservierung stehen würde, steht GGF, gegebenenfalls reserviert. Und wir haben uns gedacht, die Daten sind doch eigentlich da. Wenn man online reservieren möchte, dann sieht man, welche Plätze reserviert sind und welche nicht. Wieso klappt das nicht, dass die Daten im Zug ankommen? Und noch kurz eine Zusammenfassung der Probleme. Also, das erste Problem ist, dass die Reservierungsdaten oft viel zu spät im Zug ankommen, obwohl die ja eigentlich schon online verfügbar sind. Und dadurch weiß man erstens nicht, ob jetzt so 100 Leute in einem Waggon sind und im anderen 30. Und man weiß auch nicht, ob der Sitzplatz, auf den man sich jetzt setzt, reserviert ist oder nicht, wenn da halt dann gegebenenfalls reserviert dran steht oder nicht. Und das zweite Problem ist halt, dass es ohne Reservierung generell schwer ist, dass man überhaupt einen Sitzplatz findet. Und dann war unsere Idee, dass wir eine Web-App entwickeln und diese Web-App soll veranschaulichen, welcher Platz in welchem Waggon reserviert ist oder nicht. Und der zweite Punkt ist dann, in welchem Wagen wurden die wenigsten Plätze reserviert, weil die dann potenziell halt eher leerer sind. Benötigten Daten haben wir, weil wir benötigten die Reservierungsdaten der Deutschen Bahn. Die Daten sind hauptsächlich auf dem Backend. Die Frontend ist dann User Interface, die Benutzeroberfläche zur einfachen Bedienung und Abfrage. Die Reservierungsdaten. Die API-Daten waren inoffiziell bei der Deutschen Bahn, also die sind nicht offiziell gewesen, aber Marudor hat es uns möglich gemacht, dass wir die Daten der Deutschen Bahn über ihn bekommen. Erstmal dafür danke, Marudor. Die Daten sind vermutlich nur vorübergehend online, das heißt, die werden bald gelöscht. Die Daten sind
teilweise nicht vollständig oder stimmen nicht ganz. Zum Beispiel Reservierungen der zweiten Klasse sind dann Reservierungen in der ersten Klasse. Genau, ich rede jetzt über das Backend, also quasi das, was auf dem Server läuft und sich um die Datenverarbeitung kümmert. Es war so, dass wir uns gedacht haben, machen wir es dem User möglichst einfach. Das bedeutet, er gibt eben die Zugnummer ein, die er nehmen möchte oder in dem er gerade steht vor einem Platz und nicht weiß, ob da frei ist. Und den Tag, der automatisch ermittelt werden könnte und kann, und den Einstiegsbahnhof. Und dann machen wir verschiedenste Abfragen bei unserer Schnittstelle, die wir zur Verfügung bekommen haben, um dann, wie man hier rechts hoffentlich ein bisschen noch erkennen kann, die einzelnen Wagen mit Daten zurückbekommen können. Das bedeutet, wir bekommen eine riesige Liste der einzelnen Waggons des Zuges und sehen dann, wie viele Plätze hat dieser Waggon in der ersten, in der zweiten Klasse und wie viele davon sind reserviert und auch welche sind reserviert. So sieht das eben aus, was das Backend bekommt, und das gibt dann die Daten eben weiter an das Frontend. Ja, also das Frontend ist zur Verarbeitung von den Eingaben da, und das ist das, was der Nutzer sieht. Und die Abfragen der Reservierungsdaten folgen über das Backend, und das wird dann bildlich da mit einem User Interface, sprich einer Benutzeroberfläche, dargestellt, und da werden auch die Daten veranschaulicht. Genau, kommen wir zu einer Live-Demo. Live-Demo. Live-Demos bei JugendHackt sind bekanntlich immer, also entweder sie klappen oder sie klappen nicht. Ich will jetzt einfach mal schauen, welcher Zug in Ulm abfährt heute. Und da haben wir schon ein bisschen Vorarbeit betrieben, das ist nämlich der ICE 610. Das heißt, wir geben die Daten einfach ein, geben unser aktuelles Datum ein. Und dann haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir schauen allgemein auf die Belegung, auf die Auslastung des Zuges. Das heißt, wenn wir zum Beispiel am Gleis stehen und wissen möchten, welcher Wagen vielleicht am leersten ist oder am wenigsten Reservierung hat, oder wir stehen schon im Zug und möchten wissen, ob der Platz vor uns schon reserviert ist oder nicht. Ich würde jetzt einfach mal in der Reihenfolge vorgehen und auf Suchen klicken und hoffen, dass es klappt. Ja, es hat geklappt. Das heißt, wir bekommen jetzt quasi eine riesig lange Liste der verschiedenen Waggons und sehen dann in dunkel markiert die reservierten Plätze und eben über dem Waggon noch in klein die Auslastung in Prozent. Zum Beispiel ist dieser Wagen, müsste Wagen 3 gewesen sein, zu 11% ausgelastet. Und ja, das hilft uns doch ziemlich. Dann gehen wir am besten zu Wagen 3, der eventuell noch am leersten ist. Gehen wir jetzt zum zweiten Use Case. Wir stehen gerade in Waggon 11 und vor uns ist der Platz 11 und wir möchten gerne wissen, ob wir uns da jetzt hinsetzen können oder ob in nächster Zeit eventuell wieder einer kommen möchte und eine Reservierung hat. Und ja, in dem Fall ist dieser Platz reserviert. Wir können das nochmal mit dem Platz nebenan checken, Platz 12. Und dieser Platz ist nicht reserviert. Da können wir uns auf jeden Fall hinsetzen und werden jetzt in nächster Zeit nicht gestört. Das war's dann mit unserem Projekt, das wir über das Wochenende gemacht haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Danke euch. Sie sehen schon alle, also da sind jetzt Jugendliche, die ganz selbstverständlich, also nicht nur von Bahnsachen sprechen, das ist ja auch ein Spezialthema für sich, sondern von APIs und so weiter oder von Marudua. Marudua ist ein echter Mensch, aber API für diejenigen, die noch nie Bahnabfragen gemacht haben, das sind Programmierschnittstellen, wo Daten rausfallen auf der anderen Seite. Und wie wir sehen, je mehr offene Daten wir haben, desto praktischer wird es auch nachhaltig mit dem Zug zu reisen. Mit